Und hier würde ich gerne einen Eingang hinmachen. Und der Schutz, der kommt dann oben hin. Schade, dass man keine Türen hinbauen kann, die sich schließen bei einem Angriff. Das wäre cool. Die man erst zerstören muss, damit man durchkommt. Okay, aber schauen wir mal kurz noch ein bisschen. Füllen wir mal hier einiges an Schrott auf in unserer Werkzeugkiste. Ne? So. 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 Ein Beutel Dünger. Weißt du, was man das alles braucht? Wasser, das lassen wir mal da. So, ich glaube, zerstörbar war, ist das alles hier gewesen, oder? Nein, nicht ganz. Hier vorne noch. Das ist so schön, das ist halt bei einem RPG alles so liebevoll gehalten. Da hat man so viele Möglichkeiten, Titan, wie man Zeit reinstecken kann. Das macht einfach nur so viel Spaß. Es ist jetzt nicht so rasant wie Doom oder sowas, aber es ist einfach, es ist schön zu spielen, auf jeden Fall. Na gut, dann würde ich sagen, wir beginnen mal. Die Frage ist, lassen wir das hier einfach offen oder bauen wir das mit ein? Oder wir machen nur so einen kleinen Schutzwall von hier nach da. Jo, ich glaube, das machen wir so. Strukturholz, ich glaube, wir haben immer noch mehr Metall. So, Metall. Natürlich wieder Wände. Ich mag Wände am liebsten, ich weiß nicht warum. Doch, ich weiß warum. Weil man die einfach schön bebauen kann. Okay, so, ich glaube, diese Metallwand müsste es eigentlich tun. So, und zwar hier, aha, schwebt wieder in der Luft. Na gut, was willst du machen? Na, so. So. Ja, und es schwebt wieder alles in der Luft. Was? Nein! Einmal gedreht. Ein Luftbau ist doch auch schön. Wichtig ist, dass man nicht mehr vorbeikommt. Das ist das Wichtigste. Und ich glaube, das da oben funktioniert da nicht so ganz. Na. Naja. Wichtig ist, dass es sicher ist. Die Frage ist nur, ist es das? Also hier eventuell ja, aber hier nicht. Da müssen wir noch ein bisschen was anderes hinbasteln. Vielleicht hier so eine Wand. Nee. So, nein. Aber wir haben ja was zum Auffüllen da. Und zwar hätten wir einen Stall? Ha, cooles Ding. Den Stall, den gab es beim letzten Mal noch nicht. Nicht übel. So, aber okay. Wir wollten eigentlich zu den Zäunen. So. Und einfach mal hier einen kleinen Schrottzaun hinbasteln. So, an die Ecke vielleicht. Das geht leider nicht. Das auch nicht. Nee, wir brauchen da was Kleineres. Sowas hier. So. Na. Es will wohl alles nicht so wirklich halten. Na, dann hilft nur noch eins. Die gehen immer. Nur, dass da kein Durchgehen möglich ist. So. Nein. Nein. Also von dieser Seite aus ist man, glaube ich, nicht mehr angreifbar. Okay.
So, okay, aber bevor wir hier weitermachen, brauchen wir noch einen getreuen Siedler. Siedler, wo seid ihr? Aha, hier. Okay, so, also dann. Bevor wir die Versorgungsroute für Sie hier machen, Lass uns handeln. Okay. würde ich ihr eigentlich etwas. Ach, das ist also das Entdecker-Outfit, okay. Eine Schrotflinte, das ist doch gar nicht mal übel. Vielleicht haben wir kleidungsmäßig was dabei. Ein Allzweck-Overall. 10, 1. Dann geben wir ihr lieber den Overall. Ist vielleicht etwas besser. Abgesehen davon haben wir, glaube ich, nichts dabei. Ja, eine Kampfrüstung. Unterhemd und Jeans. Ja. Wo sind jetzt? Ach, hier. Mit einem Schutz. Naja, okay. Ist immer noch besser wie der Overall. Okay. Aber ab, wir haben leider nicht so viel dabei. Das ist das Problem. Na gut. Das kriegst du schon so hin. Zumindest einen Armschutz hat sie dabei und eine Shotgun, das ist doch gar nicht mal so übel. Wupp. Mit dem Schutz der Leute kann man viele Kronkorken verdienen. Jo. So ist das. Okay, einmal zur Sanctuary Hills. Dankeschön. Gute Frau, laufen Sie zu. Piper, hast du eigentlich irgendwas dabei? Hey. Was kann ich für dich? Aha. Ein Impro-Gewehr, abgesehen davon nicht wirklich irgendwas. Tun. Na gut. Eigentlich transferieren. So. Da würde ich sagen, was können wir denn hinbauen? Reicht es denn für... Ist das unter Sonstiges drin? Herstellung? Nein. Bei Elektrizität war es, glaube ich, drin. Das ist doch hier. Einen Siedlerposten oder Rekrutenleitstrahl leer. Würde ich gerne eigentlich aufs Dach bauen. Vielleicht kommt der ganz gut. Kann er angegriffen werden? Ach, ich weiß nicht. Das machen wir gleich. Eins nach dem anderen. Zuerst bauen wir mal kurz den Schutzwall zu Ende. So. Entschuldigung. Nein, und er schwebt wieder los. Wieso? Ah, diesmal nicht. Sehr gut. So, nicht übel. Vielleicht noch einen auf dem Boden. Na gut. Ich hätte jetzt gern einen, wenn das hinpasst, einer, der um die Ecke geht. So und so. Der schönste Zaun ist es nicht, aber ich glaube, die sind halbwegs geschützt. Ich glaube, hier kommt man nicht mehr rein. Und hier kommt man, ich meine natürlich raus, nicht rein. Okay. Das wäre soweit gemacht. Das bedeutet, wir können uns dem Rekrutenleitstrahler zuwenden. Den machen wir mal hier hin. Dazugehörige Generator. So. Jetzt hätten wir hier. Wir brauchen eine 1. Was können wir denn hier noch strommäßig hinmachen? Nö. Was ist das denn? Eine Nixie-Röhre. Oh, der braucht 2.
gegen die Kontamination. Okay, aber ich glaube, der eine bei uns, der reicht aus. In der Hauptbase quasi. Vielleicht können wir hier einfach noch mit Lichter ausstatten. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Aber bevor das gemacht wird, sollten wir eventuell... Na? Haben wir nicht irgendwo hier Treppen? Vernünftige Treppen? Treppen, 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 Treppen. Hier. Eine Holztreppe, die nach oben führt. Wäre nicht übel. So. Vielleicht dicht in der Luft, aber mei, was willst du machen? So, vielleicht. Ich hoffe, man kommt noch durch. Jo, das tut man. Und hier kommt man natürlich auch noch durch. Oha, das war natürlich nicht ganz so klug. Aber, ja, das haben wir ja schnell genug gesehen. Das bedeutet, wir können das hier noch zubasteln. Mit einem schönen Zaun. Na, was ist das denn? Die Roboterwerkstatt. Boah, das interessiert mich auch so sehr. Aber später, eins nach dem anderen. Vielleicht hier so ein Drahtzaun rein wäre vielleicht nicht übel. Na, also dann. Von außen dürfte man normalerweise nicht mehr reinkommen. Man kann jetzt von hier aus drüber springen, aber von außen glaube ich nicht. So, hier oben würde ich gerne die Verteidigung errichten. Die ist vielleicht auch nicht schlecht. So, was haben wir denn da? Sagen wir, normale Geschütztürme. Den Waffenfreak 1 haben wir. Dann hauen wir mal hier ein starkes hin. An diese Ecke. An diese Ecke. Vielleicht noch einmal hier. Und vielleicht noch einmal hier. Und verstärkt wird der Schutz noch durch die kleineren Geschütze. Einer hier vorne und einer hier direkt am Eingang. So. Na gut. So übel ist das doch gar nicht. Vielleicht würde ich mal... Können wir das hier entfernen? Nein. Aber hier. Holz, Holz. Nichts, nichts. So, können wir hier vielleicht eine Türe reinmachen? Das wäre schön. Türe. Türe, 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 Türe. Türe? Bei Möbel? Nein. Wo sind nochmal die Türen? Da, ich weiß es nicht mehr. Hier? Nö. Da sind die kompletten Fertighäuser drin. Das ist wohl falsch. Hier, bei Türen. Eine motorbetriebene Tür. Funktionierst du? Ach, die braucht Strom. Aber die will ich trotzdem mal gern ausprobieren. Okay, dann hauen wir doch mal einen Generator kurz mal dahin. Gehen die auch wieder zu? Hm. Naja, okay. Vielleicht noch schutztechnisch. Wie sieht's denn hier mit Wasser aus? Oha. Davon könnten sie auch noch ein bisschen was brauchen. Nö, ich glaube, eine Wasserquelle ist hier nicht.